Liebe Geschwister im Islam, der Prophet alayhi salatu wasalam sagte, und der Hadith wird überliefert von Abu Huraira, dass ein Mann zum Propheten kam und sagte, Ausini. Ausini heißt, gib mir einen Ratschlag, rate mir. Daraufhin sagte der Prophet alayhi salatu wasalam zu ihm zwei Worte. La taghdab, zürne nicht, werde nicht wütend. Zürne nicht. Da wiederholte der Mann das. Faraddada miraran. Also er fragte immer wieder und immer wieder. Und der Prophet sagte immer wieder dasselbe. La taghdab. Ihr müsst euch diese Situation vorstellen. Ein Mensch kommt zu einer wichtigen Person. Stell dir vor, du gehst jetzt zum Beispiel zu irgendeinem, zu einer wichtigen Person in deiner Universität. Der Oberprofessor, wo du eine besondere Lehre lernen willst und du stellst ihn eine persönliche Frage, du kommst normalerweise nicht an ihn dran oder vielleicht ein Präsident oder der Bürgermeister von der Stadt und er gibt dir zwei Worte. Wir wissen, der Prophet alayhi salatu wasalam ist nicht jemand, der sich keine Mühe gibt, wenn er eine Antwort gibt, sondern ganz im Gegenteil. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Er ist bedacht über euch und gegenüber den Gläubigen rauf und rahim. Barmherzig. Was sagt das dann für uns, dass der Prophet alayhi salatu wasalam immer wieder nur diese zwei Wörter wiederholt hat? La taghdab, zürne nicht. Dies bedeutet für uns, dass dieser Ratschlag ein ganz wichtiger Ratschlag ist, nach dem Motto, du brauchst gar nichts anderes als das, was ich dir gerade gesagt habe. Du brauchst nichts anderes als das. La taghdab. Und was noch? Kannst du mir noch einen Ratschlag geben? La taghdab. Werde nicht wütend. Noch einen Ratschlag. La taghdab. Werde, zürne nicht. Warum? Weil hier sagen die Gelehrten, El ghadabu miftahu shar. Der Zorn ist der Schlüssel zum Übel. Der Schlüssel zum Bösen. Zu Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, einer der großen Gelehrten, kam jemand und fragte ihn, Ijma' lana husn al-khuluq fi kalima. Umfasse für uns das gute Benehmen in einem Wort. Dann sagte er, Tarku al-Ghadab, den Zorn zu verlassen. Wie der Prophet alayhi salam, la taghdab, wahrscheinlich hat Abdullah ibn al-Mubarak das von dem Hadith des Propheten alayhi salatu wasalam abgeleitet. Und das sind große Gelehrte des Islam. Ibn Abi Zayd al-Kayrawani, einer der großen Maliki-Gelehrten, der sagte, Jami' adab al-khair yatafarra min arba'ati ahadith. Alle guten Arten des Benehmens leiten sich ab von vier Hadithen. Alle guten Arten des Benehmens leiten sich ab von vier Hadithen, von vier Aussagen des Propheten. Erstens, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Wenn Allah an den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes reden oder schweigen. Zweitens, min husni al-islam al-mar'i tarku ma la ya'ni. Zu dem Guten des Islam von einer Person gehört, dass er sich von Sachen fernhält, die ihn nichts angehen. Nicht in irgendwelchen Sachen rumbohrt. Ja, wie wir das leider bei einigen Leuten kennen. Hast du gehört, die von nebenan, wen hat sie denn jetzt geheiratet? Wo kommt sie denn? Was geht dich das an? War der nicht vorher mit dem und dem verheiratet? Oder war sie nicht vorher mit dem? Was interessiert dich das? Was ist das deine Angelegenheit? Zum Guten des Islam von einer Person gehört, das zu lassen, was einem nichts angeht. Drittens, la taghdab, der Hadith, la taghdab, zürne nicht. Und viertens, la yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Niemand von euch ist eher gläubig, bis er nicht für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Das heißt, wenn wir sehen, dass die solche großen Gelehrten solche Aussagen gemacht haben,
dann hat das für uns natürlich schon eine sehr große Bedeutung. So, das erstmal dazu. Dann haben wir einen Hadith vom Propheten, والسلام, wo er sagt, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِسُرْعَ وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ لَذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. Der Heftige, der Starke, ist nicht derjenige, der die Menschen zu Boden ringt oder zu Boden wirft, sondern der, der sich selber kontrollieren kann, seine eigene Nefs kontrollieren kann, wenn er Zorn hat. All diese Aussagen von Gelehrten und die Aussage des Propheten والسلام, deuten darauf hin, wie wichtig das für uns ist. Nun schauen wir uns die Realität an. Weil wir haben von den Propheten gerade gehört. Eine Person kommt zum Propheten und fragt ihn, gib mir einen Rat, und er sagt nichts anderes außer zürne nicht. Zürne nicht, zürne nicht, zürne nicht. Er wiederholt das immer wieder. Solange er fragt. Und in einer Überlieferung wird überliefert, dass diese Person dann zu sich selber gesagt hat, dass er dadurch wusste, dass der Zorn alles Üble sammelt. Auf jeden Fall. Was passiert jetzt? Was schauen, wenn wir uns umschauen? Was passiert alles im Zorn? Was passiert alles in der Wut? Wie oft erreichen uns Nachrichten, ich war wütend gewesen, ich habe meine Frau geschieden. Und vor einem Jahr habe ich sie schon mal geschieden und vor 2 Jahren habe ich sie schon mal geschieden. Ja, wusstest du, was du sagst? Oder warst du in einer Situation von Wut, die so war, dass du nicht mehr wusstest, was du sagst? Ja, dann sei dir jetzt zum dritten Mal geschieden. Wenn du an 3 verschiedenen Situationen, es gibt die Meinungsverschiedenheit, was ist, wenn ich in einer Situation 3-mal scheide, aber wenn du an 3 verschiedenen Situationen dich scheiden lassen hast, dann muss deine Frau erst einen anderen Mann geheiratet haben, bevor ihr wieder miteinander heiraten könnt. Und dann ist man am Weinen und am Heulen, weil wir wissen, wenn man die Frau scheiden lassen hat, in der Edda kann man sie zurücknehmen, in der Wartezeit. Und wenn die Wartezeit vorbei ist, dann muss man neu heiraten. Aber wenn du 3-mal geschieden hast, 3-mal die Scheidung ausgesprochen hast, zum Beispiel letztes Jahr und vor einem halben Jahr und dann nochmal jetzt, mit der Absicht, dann seid ihr geschieden. Dann kann diese Frau erst wieder mit dir heiraten, wenn sie einen anderen Mann geheiratet hat. Ansonsten seid ihr nicht in einer wahlrichtigen islamischen Ehe. Und dann hat man das Heulen groß. Warum wütend gewesen? Und der Scheitan, der nutzt solche Situationen. Der wartet darauf, bis du wütend bist. Wie oft kommt es vor, jemand zerstört irgendwelche Sachen und bereut es danach? Deswegen sagen die Gelehrten, deswegen gibt es die Aussage, Al-Ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Der Beginn des Zorns ist Junun, also Verrücktheit, und das Ende davon, Ende von Zorn ist das Bedauern. Boah, nee, warum habe ich das gemacht? Verkehrsunfälle. Jemand ist wütend im Verkehr, fährt irgendwo rein, baut einen Unfall. Oder noch schlimmer, jemand verletzt einen. Vielleicht eine kleine Verletzung, vielleicht schlägt er seine Frau ins Gesicht, die hat einen Zahn raus oder abgebrochen. Vielleicht noch schlimmer, dass man bleibende Schäden hat bei einem Kind wegen irgendeiner Wut. Und meistens sind es immer Kleinigkeiten, wo der Scheitan kommt. Oder noch schlimmer, Mord. Noch schlimmer, dass es zum Mord kommt. Jetzt schaut euch mal an, wie viel Übel durch Zorn entsteht. Scheidung, Familien gehen kaputt. Körperverletzung, Sachbeschädigung, Mord. All das um uns herum. Subhanallah, der Prophet والسلام, löst ein Problem mit 2 Worten. Aber wir gehen noch tiefer auf den Hadith ein. Wir gehen noch tiefer auf diesen Hadith ein. So. Und ich möchte nochmal betonen, für alle, die hier sind, der Scheitan wartet nur auf solche Situationen, wo du zornig bist. Und da fängt er besonders an, yuwaswisu fi sudurinas, in die Seelen der Menschen einzuflüstern.
nimm dir den Stock, nimm dir das Glas, schau dir mal an, der hat keinen Respekt vor dir. Nein, nein, das ist nicht, weil du zornig bist. Du musst der mal eine Lehre erteilen. Anders versteht die das nicht. Oder anders versteht der das nicht. So kommt der Shaitan zu einem. Ja? Du weißt eigentlich, du bist am Ausflippen, aber dann kommt der Shaitan zu dir und versucht dir das noch rational einzureden. Du bist total irrational an die Decke am Gehen, siehst aus wie ein Monster. Aber der Shaitan versucht dir in dem Moment sogar das rational noch einzulenken. Ja, du musst ja diese Wut zeigen, damit die Leute genau wissen, wie weh er dir getan hat, damit du das verhindern kannst, das Übel verhindern kannst. Jetzt haben wir hier diesen Hadith. Werde nicht zornig. Aber eigentlich ist der Zorn auch eine menschliche Eigenschaft, die wir haben, die wir nicht vollkommen ablegen können. Also was ist damit gemeint? Da werden wir nachher noch intensiv drauf kommen. Aber hier müssen wir erstmal eins verstehen. Die Menschen unterteilen sich, was den Zorn angeht, in verschiedene Kategorien. Wie schnell sie zornig werden. Manche sind wie Benzin. Ja, ein Funke, die sind sofort lichterloh am Brennen. Und manche Leute, die sind Halim, sanftmütig. Kannst du machen, was du willst. Der ist vielleicht sich mit jemandem unterhalten, der ist total disrespektvoll, total unrespektvoll. Du wirst schon total sauer und würdest ja am liebsten zusammenschlagen, obwohl es gar nicht um dich geht, aber der ist total ruhig, total locker. Zum Beispiel eine Person, die besonders Halim ist, besonders sanftmütig, die ich persönlich kennengelernt habe, ist der Sheikh Abu Ishaq al-Hawaini. Sheikh Abu Ishaq al-Hawaini, Hafizahullah, ist jemand, der eine besondere Eigenschaft hat, besonders sanftmütig mit Leuten zu sein. Aber warum? Weil er immer etwas Gutes für sie will. Immer hinter den Leuten etwas sieht, dass er sie im Positiven verändern will. Die erste Kategorie ist derjenige, der schnell entzündlich ist und es dauert lange, bis die Wut abgebaut ist. Solche Leute kennt ihr bestimmt. Bei Familienstress. Jemand wird wegen einer kleinen Sache wütend und redet 10 Jahre nicht mehr mit dir. Schnell wütend und langsam baut sich die Wut ab, vielleicht gar nicht. Dann gibt es die Leute, die sind schnell wütend, aber die kannst du schnell wieder runterbringen. Das ist übrigens ein Ratschlag für die Frauen. Wenn der Mann schnell wütend wird, nicht noch zurückschreien und diskutieren, bringt sowieso nichts. Wenn einer gerade am Brennen ist, nützt nichts, noch Benzin reinzugießen ins Feuer. Weil dann kommt er vielleicht schnell wieder runter. Dann gibt es die Leute, bei denen dauert es lange, bis sie wütend sind. Und es dauert auch lange, bis die Wut wieder weg ist. Wenn der einmal wütend ist, dann bleibt er das auch. Dann ist er zornig und sauer auf dich und nachtragend. Und dann gibt es das, und das ist das Beste, jemand, der lange, bei dem es lange dauert, bis er wütend wird. Und bei dem die Wut schnell wieder weggeht. Und das äußert sich dann natürlich in verschiedenen Arten und Weisen, wie man die Wut zum Ausdruck bringt. Und hier kommen wir zu dem Punkt, was der Imam Nawawi dazu sagt, zu diesem Hadith. Imam Nawawi sagt dazu, Imam Nawawi hat diesen Hadith in seinen 40 Hadith Nawawi aufgezählt, als 16. Hadith. Und er sagt, dies bedeutet, dass man den Zorn nicht zum Ausbruch kommen lassen soll. Der Zorn dagegen ist nicht verboten, da er zur menschlichen Natur gehört. Das, was ich gerade gesagt habe. So. Aber hier ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ein großes Problem, was viele Geschwister haben oder was viele von uns haben. Dass sie denken, sie könnten ihre Charaktereigenschaft nicht verändern. Und da muss man etwas verstehen. Es gehört zum Chuluk. Die Mehrzahl von Chuluk ist Achlak. Und es kommt von derselben Wortwurzel wie Chalq. Cha, Lam, Qaf. Chalq ist das äußere Bild, Chuluk ist das innere Bild. So wie dein äußeres Bild teilweise angeboren ist und teilweise trainierbar ist, so ist auch dein inneres Bild teilweise angeboren und teilweise trainierbar. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was man verstehen muss. Zum Beispiel jemand, es gibt Leute, die haben von Natur aus die Veranlagung, dick zu werden. Muss der dick werden? Nein. Wenn der sich sehr gut ernährt und sehr gut trainiert, wird er nicht dick.
Es gibt Leute, die von Natur aus dazu tendieren, sehr, sehr dünn zu sein. Aber wenn der sich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt, wird er trotzdem kräftig werden. Vielleicht nicht super kräftig, aber er kann das verändern. Das ist sehr, sehr wichtig. Wisst ihr warum? Weil viele Leute ergeben sich dieser Eigenschaft. Sie sagen, ja, ich bin halt so. Und manche sind sogar stolz darauf. Ja, bei mir im Stamm, ich komme von dem Stamm, in meinem Land, wir sind so, wir haben heißes Blut. Das ist jetzt gut, das ist nicht gut, das ist schlecht. Das ist schlecht. Gerade was die Wut angeht, manche sind stolz drauf. Die sind stolz drauf, dass sie schnell ausrasten und die Leute vor ihnen Angst haben. Das ist nicht gut. Der Prophet a.s.w. hat davor gewarnt. Das ist etwas, woran man arbeiten muss. Und das ist etwas, was man erstmal verstehen muss. Man kann daran arbeiten. Innamal ilmu bita'allum. Wahrlich, das Wissen kommt nur durch Lernen. Wa innamal hilmu bita'allum. Und der Hilm, die Sanftmütigkeit, kommt nur, indem man sich die Sanftmütigkeit sozusagen aneignet. Das heißt, man muss verstehen, dass man sich diese Eigenschaften aneignen kann und dass man sich schlechte Charaktereigenschaften, auch wenn man eine Tendenz dazu hat, auch zu einem gewissen Grad abgewöhnen kann. Und dass wir als Muslime uns niemals damit zufrieden geben sollten, eine schlechte Charaktereigenschaft zu haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den schlechten Charaktereigenschaften reinigen. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, erstmal usikum bi taqwallah. Ich binde euch nochmal die Gottesfurcht ans Herz, gerade in diesem Bereich, denn zur Gottesfurcht gehört es, dass wenn man schlechte Eigenschaften, Charaktereigenschaften hat, dass man versucht, sich das abzugewöhnen. Und ich gebe euch etwas zu von mir. Ja, das ist auch eine Schwäche von mir. Zu welcher Kategorie gehört ihr von den vier? Ich gehöre zu der Kategorie, ich bin schnell auf 180, aber ich bin auch sehr schnell wieder unten. Man muss nur den Hebel dazu haben. Bei bestimmten Situationen bin ich schnell auf 180, bin auch schnell unten. Jeder von euch gehört zu einer der vier Kategorien. Also, man muss daran arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wie mit dem Charakter, wie beim Training. Du bist vielleicht einmal in Superform draußen, Khalq, von deiner äußerlichen Form, aber dann lässt du dich hängen und dann wird die Form wieder schlechter. So ist es auch mit den Charaktereigenschaften. Wenn man sich hängen lässt, lässt man wieder nach. So ist es mit dem Wissen. Man ist auf einem hohen Wissensstand und dann hört man auf zu recherchieren, auf zu lernen, auf zu wiederholen und man lässt etwas nach. Genauso ist es mit diesen Eigenschaften. Aber kommen wir zurück zu der Bedeutung von dem Hadith. Ich habe eben schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, Imam Nawawi sagt dazu, dies bedeutet, dass man den Zorn nicht zum Ausbruch kommen lassen soll. Wie kommt der Zorn meist zum Ausbruch? Wir haben es eben gesagt. Zum Beispiel durch Worte. Er sagt zu seiner Frau, du bist geschieden. Er ist wütend wegen irgendeiner Banalität. Irgendein Quatsch. Die will dahin, du willst dahin. Und er fühlt sich nicht respektiert und sagt, du bist geschieden. Dritte Scheidung. La hawla wa la quwwata illa billah. Kein Zurück. Wisst ihr, wie oft das vorkommt? Ohne Ende. Schlägerei auf dem Markt. Er kommt sich betrogen vor. Wie oft habt ihr sowas gesehen? Mord. Das heißt, es kommt zum Ausdruck durch Worte und durch Taten. Harakat, Bewegungen und durch die Zunge. Bewegungen und Zunge, dadurch kommt es zum Ausdruck. Der Zorn kommt hier zum Ausdruck, indem man sich nicht beherrschen kann. So. Jetzt sagt al-Khattabi dazu, was der Hadith bedeutet. Ich gebe verschiedene Gelehrte, was die jetzt sagen. Wir haben gerade die Aussage von Nawawi. Er sagt, ijtanib asbab al-ghadab, dass man sich von Gründen, die zur Wut führen, fernhält. Das heißt, wenn du weißt, es gibt bestimmte Situationen, wo du komplett ausrastest,
dann ist es gut, wenn du nicht gelernt hast, dich zu beherrschen, lieber von diesen Situationen fernzuhalten. Okay? Dann Ibn Rajab, der sagt, يُمَرِّ نَفْسَهُ عَلَى الْأَخْلَاقِ الْفَضِيلَ. Das bedeutet, dieser Hadith, dass man sich selber dazu trainiert, huldvolle Charaktereigenschaften zu haben. Wie ich eben gesagt habe, إِنَّمَا الْعِلْمُ بِتَعَلُّمْ وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِتَحَلُّمْ. Wahrlich, das Wissen kommt durch Lernen und wahrlich, der Hilm, die Sanftmut, kommt durch den Erwerb des Sanftmutes. Ja? Und dann sagt er noch, eine andere Bedeutung dafür ist, dass man den Gründen, den Dingen, die zur Wut rufen, dass man sich davon nicht dirigieren lässt. Dass man sich davon nicht dirigieren lässt. So, das dazu. Der Prophet a.s., der hat da auch einige Ratschläge gehabt, wenn man nun in so einer Situation ist, wo die Wut gekommen ist, der Zorn ist gekommen. Und übrigens gibt es Situationen, wo der Prophet a.s. Zorn hatte. Es gibt Hadithe, die berichten, dass er auf der Minbar war und dass der Zorn an ihm zu sehen war. Und dass er so mit den Menschen, das ist ein Sahih Muslim, mit den Leuten geredet hat, als wenn er eine Armee in den Krieg rausschickt. Man hat sie vor dem Akhira gegangen, hat seine Stimme gehoben, ala sautahu, bis man ihn auf dem Marktplatz hörte. Anzartukum unnar, ich warne euch vor dem Höllenfeuer. Zadisse von. Aber was ist hier der Unterschied? Er hat zwar Zorn, aber er übertritt in dem Zorn nicht. Der geht nicht hin, ist dann wütend auf irgendjemanden und schlägt ihn oder was auch immer. Unberechtigt. Er übertritt das Maß nicht. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass man hier das richtig versteht. So. Dann, der Prophet a.s. hat, da waren zwei Leute, die haben miteinander geschritten, sich beschimpft. Und da gab der Prophet a.s. einen Ratschlag. Und diesen Ratschlag musst du dir merken, mit deiner Frau oder wenn es eine Frau ist, mit ihrem Mann oder mit deinen Kindern oder was auch immer. Zwei, die waren sich am Streiten, die waren sich am Beschimpften. Dann sagte der Prophet a.s. Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Ich kenne ein Wort, wenn er das sagen würde, würde das von ihm weggehen, was er bei sich findet, also die Wut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Das heißt, anstatt den zu beschimpfen oder irgendwas zu sagst du, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Zweite Sache, da sagt der Prophet a.s. إِذَ غَدِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Wenn jemand von euch zornig wird, was soll er machen? Schweigen. Sag nichts. Weil die Worte, die jetzt aus deinem Mund kommen, die sind auf Arabisch Remundabit. Die werden nicht richtig sein. Weil du, deswegen soll ein Richter auch nicht richten, wenn er in einer Situation der Wut ist. Deswegen warte erstmal 5 Minuten, 10 Minuten. Denn wie oft bereut jemand, etwas gesagt zu haben oder etwas gemacht zu haben? Und hätte er 10 Minuten gewartet, hätte er mit klarem Verstand geurteilt. Mit klarem Verstand geredet. إِذَ غَدِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Dann der nächste Ratschlag des Propheten a.s. ist, er sagt, إِذَ غَدِبَ أَحَدُكُمْ وَقَامْ فَلْيَجْلِسْ. Wenn jemand von euch wütend ist und er steht, فَلْيَجْلِسْ, soll er sich hinsetzen. فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَتَّجِعْ. Wenn die Wut dann von ihm weggeht, ansonsten soll er sich hinlegen. Das heißt, man soll die Bewegung runterfahren, damit die Wut weggeht. Es nützt nichts, du stehst dort und bist am Bewegen, gibst der Wut nach. Was sieht man hier? Dass man der Wut nicht nachgibt. Du willst ihn gerade beschimpfen und jetzt erinnerst du dich an den Hadith und ich sage euch das, glaubt mir. Vielleicht kann euch das, was ich euch gerade sage, vielleicht kann euch das eure Ehe retten. Vielleicht kann euch das retten, davor etwas zu tun, was euch irgendwann mal wehtut, weil das ist ein Ratschlag des Propheten, a.s. Du willst gerade etwas sagen, du bist wütend, denke an den Hadith des Propheten.
إذا غضب أحدكم فليسكت. Wenn einer von euch wütend ist, schweige. Sag nicht zu deiner Frau, du bist geschieden. Sag nicht zu denen, du bist dieses und jenes, sondern schweige. Diese Ermahnung gebe ich mir an erster Stelle und dann euch. Weil Alhamdulillah, ich habe selber von der Vorbereitung zu diesem Hadith inshallah profitiert. Denke daran, schweige und rede erst wieder, wenn die Wut weg ist. Wenn du stehst, setz dich hin. Verändere deine Lage. In manchen Situationen ist es auch so, dass es vielleicht besser ist, wie Al-Khattabi sagt, ijtanib asbab al-ghadab, dass man vielleicht irgendwo anders hingeht, sich woanders aufhält, bevor man ausrastet. So. Dann gibt es noch andere Ratschläge, die gehen aber auf Hadithe zurück, die schwach sind, aber einige Gelehrte haben das erwähnt. Und das ist, dass man Wudu macht. Da gibt es Hadithe drüber, die nicht authentisch sind, aber einige Gelehrte erwähnen das. Der Sheikh Uthaymiyyah rahimahullah erwähnt das auch in der Erklärung von seinem Hadith. Aber Großgelehrte wie Abdul Muhsin Abbad rahimahullah, die hafizahullah, die sagen, dass dieser Hadith schwach ist, aber es wird danach gehandelt und es ist manchmal auch so, dass Leute damit Erfahrung haben und die Erfahrung gezeigt hat bei ihnen, dass etwas gebracht hat, Wudu zu machen. So, jetzt ganz kurz nochmal zurück zu diesem Hadith. Wenn wir da diese Sache betrachten, dann sehen wir etwas Besonderes beim Propheten alayhi salatu wasalam. Heutzutage gibt es viele Menschen, die auch Muslime, die gehen zu Seminaren für Persönlichkeitsentwicklung und wie man Streit klärt und wie man dieses und jenes macht und wie man bei den Menschen besser ankommt und so weiter und so fort. Ich sage nicht, dass das unbedingt falsch ist. Denn man kann auch Wissen finden aus nicht-islamischen Quellen. Der Islam war nie dagegen, Wissen aus nicht-islamischen Quellen zu finden. Aber was schade ist, ist, wenn man vor der Haustür, sage ich jetzt mal, eine Goldtruhe hat, nämlich die Hadithe des Propheten, والسلام, und sich damit gar nicht beschäftigt und stattdessen den ganzen Tag mit irgendwelchen Seminaren beschäftigt, wo irgendwelche Leute einem beibringen, wie man sich besser verhält und besser ankommt und besser Probleme löst. Wir haben so viele Weisheiten. Schaut euch, das sind zwei Wörter. Das ist eigentlich der helle Wahnsinn. Überleg mal, stell mal vor, gib mir mal einen Menschen, wo du zwei Wörter eine halbe Stunde erklärst. Und man könnte bestimmt noch länger darüber reden. Aber hier sind zwei Wörter, die ganze sind. Und das ist nur beim Propheten Muhammad alayhi salatu wasalam. Nur beim Propheten Muhammad alayhi salatu wasalam. Er gibt dir zwei Wörter in einer bestimmten Situation und die Gelehrten sinnen darüber nach und leiten davon ab und wir kommen zu so vielen Ergebnissen, die so wichtig sind, so vielen Erkenntnissen. Was haben wir am Anfang gesagt? Diese Person kommt zum wichtigsten Menschen auf der Welt und sagt ihm, Ausini, gib mir einen Ratschlag, rate mir. Und er sagt, zürne nicht. Und er sagt, er rate mir. Er sagt, zürne nicht, rate mir, zürne nicht. Er sagt nichts anderes. Was lernen wir daraus? Was gibt uns das im Bewusstsein? Was bringt das in unser Bewusstsein? Wie wichtig diese Angelegenheit ist? Dann die Ratschläge von ihm diesbezüglich. Und diese Ratschläge, wie gesagt, die können Ehen retten. Denn wenn wir hören, was Abdullah ibn al-Mubarak gesagt hat, was hat er gesagt? Ich habe es eben erwähnt. Er hat gesagt, er wurde gefragt, Ijma lana husnul khuluq fi kalima wahida. Sammel für uns das gute Benehmen in einem Wort, der sagt Takul Radab. Zorn zu unterlassen. Das heißt für uns, der Zorn zu machen, führt zu so vielen schlechten Eigenschaften. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vom Zorn fernhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Akhlaq verbessern. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die sich Mühe geben, ihren Akhlaq zu verbessern. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma izl islam al-muslimin wa akhzul shirk wal-mushrikin wa dammi adda'aka adda'adin. Allahumma rina al-haqqa haqqa wa zubna tiba'a wa rina al-batila batila zubna ishtinaba.
Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna al qawmil kafirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقم السلام